So ihr Lieben, bevor das Video jetzt anfängt, ganz kurz noch eine Zwischeninfo für euch. Normalerweise nehme ich die Videos immer in 4K mit 60 FPS auf. Ich habe jetzt bei diesem Video allerdings vergessen, die Einstellungen umzustellen. Deswegen ist der Hauptpart dieses Videos jetzt hier in 1080 Pixel mit nur 24 Frames verfügbar. Ich hoffe mal, das Ganze wird nicht allzu wild. Das müsste trotz allem irgendwie passen. Der Ton ist trotz allem derselbe und naja, das nächste Mal denke ich dran. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also dann, ihr alten Chaos-Theoretiker. Ich weiß, ihr bekommt aktuell sehr viel Jurassic-Content, sehr viel Jurassic-World-Content und ja, noch spezieller sehr viel Jurassic-World-Chaos-Theory-Content. Und aktuell könnte man schon sagen, ich baller euch ja regelrecht zu mit den Episodenbesprechungen zu Jurassic-World-Chaos-Theory. Und ja, da kommen noch ein paar. Ich werde jetzt bis Sonntag alle veröffentlicht haben. Das heißt, es werden auch mal am Tag vielleicht zwei, manchmal sogar drei, je nachdem, wie regelmäßig ich die Videos veröffentlichen kann, Videos auf euch zukommen. Deswegen finde ich, so zwischendrin können wir uns auch mal mit der ein oder anderen Thematik zur Serie befassen. Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass es sehr vielen Leuten wirklich schwer fällt, die Serie nicht zu spoilern. Aus irgendeinem Grund müsst ihr aus Zwang immer genau auf das Ende der Serie eingehen. Und offizielle Spoilererlaubnis hier auf dem Kanal habt ihr ab dem 2.6. Da haben wir nämlich um 16 Uhr, meine ich, einen Live-Talk, einen Spoiler-Live-Talk zur Serie, wo wir dann wirklich alles spoilern, alles besprechen, was da passiert ist. Mit wir meine ich mich und den lieben Mirko von Prehistoric Zone. Wir machen dann beide einen gewaltigen Live-Talk hier auf YouTube. Da könnt ihr hier oben schon mal reinschauen. Da wird dann der Livestream über diesen Link hier verfügbar sein. Allerdings, damit ihr nicht vor lauter Enthusiasmus platzt, jetzt irgendwelche Spoiler rauszulassen, habt ihr hier unter diesem Video in den Kommentaren unten die Erlaubnis, über Spoiler aus der Serie zu schreiben und zu diskutieren. Denn ich werde bei dieser Thematik hier in dem Video nicht um den ein oder anderen Spoiler herumkommen. Denn ihr habt mich gefragt, Tobi, sag mal, ist dir aufgefallen, dass in Jurassic World Chaos Theory nur drei Atrociraptoren dabei waren? Und es müssten doch eigentlich vier sein. Und genau darüber sprechen wir jetzt hier in dem Video. Deswegen Achtung, Spoiler. Ja, ich werde hier auf das Ende der Serie eingehen müssen. Daran führt kein Weg vorbei, wenn wir jetzt mal verschiedene Theorien und dann eben auch Fakten auspacken, denn ich habe eine Antwort für euch gefunden. Es gibt eine offizielle Antwort, warum wir nur drei Atrociraptoren in der gesamten Serie gesehen haben. Und diese Antwort, ohne Scheiß, ist ein wirklicher Gamechanger. Die wird euch einen komplett neuen Blick auf die Serie und generell das Jurassic-Franchise geben. In diesem Sinne fangen wir jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, die Atrociraptoren, die sind, es sind immer noch meine Lieblingsraptoren-Designs. Ich habe ja mal ein Ranking aller Raptoren-Designs hier auf YouTube auch veröffentlicht. Das Video habe ich dir auch gerne mal da oben verlinkt. Aber Achtung, kleiner Spoiler, ich bin da am Ende zum Schluss gekommen, dass für mich das Design des Atrociraptor Ghost das coolste Raptoren-Design von allen ist. Diese weiße Haut mit den roten Augen ist sehr cool. Leider wurden die in Jurassic World Dominion so ein bisschen verbraten. Uns wurde ja vorher angekündigt, naja, wir haben jetzt keine Velociraptoren mehr als große Antagonisten. Und die Velociraptoren sind ja nun mal immer ein essentieller Teil jedes Jurassic-Films. Es gibt keinen einzigen Jurassic-Film, wo die Raptoren nicht eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Und das, obwohl der T-Rex sogar das Logo, das Maskottchen der gesamten Reihe ist, finde ich sogar, dass die Raptoren möglicherweise ein bisschen wichtiger für die gesamten Geschehnisse sind. Leider haben wir uns aber dazu entschieden, aus den Velociraptoren ab Jurassic World mehr Kuscheltiere zu machen. Die sind alle so ein bisschen disneyfiziert worden und dann ab Jurassic World Fallen Kingdom, da gab es ja nur noch einen Velociraptor, also Blue, und die hat dann auf einmal auch ganz gezielt nur noch die bösen Menschen gefressen und eben nicht mehr die guten. Und Blue wurde auf einmal so ein Sinnbild für einen süßen, tollen Dinosaurier. Was man mal machen kann, das ist nicht verkehrt, aber ich habe dann doch meine Raptoren als Antagonisten sehr vermisst. Gerade wenn wir uns an Jurassic Park 1 erinnern, das sind einfach die Raptoren, die ich sehen will. Oder auch in The Lost World, das hohe Gras, die Raptorenwiese, wie ich sie immer nenne. Was für eine unfassbar furchteinflößende Szene. Dem Studio ist jedoch nicht entgangen, dass mit dem Verschwinden der Raptoren etwas sehr Wichtiges aus dem Jurassic-Franchise entrungen ist. Aus diesem Grund haben wir auch in Fallen Kingdom ganz speziell einen Indoraptor bekommen. Wir brauchten also eine Art von Raptor wieder hier, der eine Gefahr darstellt. In Jurassic World Dominion standen aber dann die Produzenten vor einem riesigen Problem. Sie wollten keine Hybride mehr
mehr mit einbauen, weil die Hybride doch sehr viel Kritik abbekommen haben. Blue konnte man aber auch nicht mehr verwenden, weil Blue war eben, wie gesagt, der liebe nette Raptor von nebenan. Also brauchten wir etwas Neues. Jetzt wurden die Atrociraptoren hier eingebaut und die wurden sogar kategorisiert. Das heißt, Ghost, das Anführerweibchen, wurde als The Leader kategorisiert. Das gesamte Rudel zusammen hat sogar The Raptor Squad als Überschrift bei einigen Spielzeugen bekommen und ich habe mir gedacht, okay, das wird wahrscheinlich jetzt ziemlich cool werden, zu sehen, wie diese Atrociraptoren furchteinflößend durch die Nacht streifen und die Menschen jagen. Na, das haben wir dann aber so nie bekommen. Die sind eigentlich nur durch die Straßen von Malta gerannt und wir wissen auch nicht wirklich, was mit denen passiert ist. Also inzwischen wissen wir offiziell, dass alle noch am Leben sind. Die wurden ja alle als alive gekennzeichnet. Bei Ghost gab es eine kurze Phase, wo der Lebensstatus noch auf unknown, also unbekannt gesetzt war. Das wurde aber inzwischen, wie gesagt, auch auf alive geändert. Und wir wissen also, nach Jurassic World Dominion sind noch alle Atrociraptoren am Leben. Trotzdem wurden die so ein bisschen verpulvert im großen Finale des Jurassic Franchise. Das war einfach eine verschenkte Chance, jetzt endlich die Raptoren wieder einmal in altem Glanz zerstrahlen zu lassen. Und ja, ich weiß, es sind nicht die Velociraptoren. Trotz allem haben die natürlich auch eine sehr starke Ähnlichkeit zu den Velociraptoren, was auch nicht von ungefähr kommt. Das war natürlich alles sehr schlau kalkuliert. Und dann wurde irgendwann Jurassic World Chaos Theory angekündigt mit Sayona Santos als großer Bösewichtin und den Atrociraptoren. Und ja, ich habe ja gesagt, hier wird es zu Spoilern kommen in dem Video. Sayona Santos haben wir hier nie gesehen. Die hat keine Rolle in der Serie Jurassic World Chaos Theory gespielt, obwohl die ja, wie uns versprochen wurde, zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion spielten, eine Brücke der beiden Filme schlagen soll. Dafür haben wir die Atrociraptoren bekommen und die hatten in der Serie unfassbar geniale Auftritte. Auch die Antagonistin mit ihrer Pfeife, die auch schon sehr, sehr puppenartig rüberkommt. Da kann man vielleicht meinen, ey, die kam zu sehr rüber wie eine Marvel-Superhelden-Schurkin. Das habe ich hier und da auch mal von euch gelesen. Den Punkt gebe ich euch auch irgendwo. Die hat sich schon sehr out of Jurassic-Kontext verhalten im Großen und Ganzen. Aber ich fand, sie war eine definitiv bessere Antagonistin als Sayona Santos zum Beispiel. Weil die war ja wirklich eine 007 James Bond-Agentenfilm-Bösewichtin. Bei der wir gesehen haben, dass sie durch den Kugelhagel ganz cool durchläuft, während zwei Parteien aufeinander schießen und ihr passiert nichts. Aber sie rennt auch nicht, weil sie ist zu cool zum Rennen. Ja, das war schon ein bisschen... Das war der Inbegriff von Cringe, glaube ich. Jurassic World Dominion ist generell der Inbegriff von Cringe. Aber jetzt haben wir eben hier, wie gesagt, die Atrociraptoren zurückbekommen und mir ist zuerst gar nicht aufgefallen, ob da einer fehlen könnte. Ich habe mir einfach gedacht, naja, Ghost sticht natürlich sehr stark hervor mit seinen roten Augen oder eben auch mit seiner weißen Haut. Wenn ich hier immer von seiner oder von er rede, rede ich von der Atrociraptor. Ich weiß, dass Ghost ein Weibchen ist. Auf jeden Fall, der Atrociraptor Ghost sticht eben sehr stark heraus. Während die anderen drei eigentlich dieselbe Farbe haben, die also zumindest eine relativ ähnliche Farbe, nur eben die Muster unterscheiden sich. Das heißt, Tiger hat Streifen auf dem Rücken, Panthera hat dann mehr so ein geflecktes Muster auf der Haut und Red ist eben einfach nur rot. Und als ihr mir geschrieben habt, ey, da fehlt doch einer, habe ich mir gedacht, Moment, fehlt da wirklich einer? Oder haben wir vielleicht einfach nur nicht mitbekommen, dass alle vier mal einen Auftritt hatten, weil nie alle vier auf einmal in irgendeinem Bild zu sehen waren. Dann habe ich eben einfach mal nachgeschaut und recherchiert nach den offiziellen Daten, welche Dinosaurier alles in Jurassic World Chaos Theory dabei sind. Und ja, was soll ich sagen? Ihr habt recht, es fehlt Red. Also wir haben Ghost, Panthera und Tiger gelistet. Von Red ist allerdings keine Spur. Dann sind da die ersten Theorien aufgeflackert, was denn mit Red sein kann. Wir wissen ja, dass zum Schluss, letzte Spoilerwarnung, von der Serie Jurassic World Chaos Theory Brooklyn die ganze Nummer überlebt hat und irgendwie sehr stark mit in diesen Konflikt involviert ist. Es gibt sogar Gerüchte, die davon ausgehen, dass Brooklyn die Anführerin der ganzen Nummer ist. Das glaube ich nicht, da gehe ich aber nochmal im Spoiler-Talk ein bisschen genauer drauf ein. Sie scheint aber wesentlich mehr involviert zu sein, als wir das überhaupt ansatzweise erahnt haben. Deswegen ist da eine Theorie, dass einer der Atrociraptoren bei Brooklyn ist. Entweder um sie zu bewachen, dass sie nicht flüchten kann, dass sie vielleicht trotz allem eine Gefangene ist, oder eben als ihre Leibwache. Die Theorie wird sogar noch ein bisschen weiter gesponnen. Es wird ja in der Serie Jurassic World Chaos Theory einmal ganz kurz erwähnt, dass die Atrociraptoren diejenigen sind, die die Kleine gefressen haben. Und dabei wird dann der Bezug auf Brooklyn genommen. Die Theorie sagt eben, dass man genau den Atrociraptor, der Brooklyn die Hand abgefressen hat, dass der sie jetzt bewacht, um sie eben in Schach zu halten. Die Theorie ist sehr nett. Ich will sie hier gar nicht einmal komplett ausschließen. Möglicherweise ist das irgendwo auch so. Allerdings gibt es wesentlich offensichtlichere Fakten dazu, wo Red
Red wirklich abgeblieben ist. Die ganze Brooklyn-Nummer, die kann genauso sein oder kann auch genauso nicht so sein. Das wäre jetzt hier sowas wie Schrödingers Red. Das wäre so lange, bis wir wissen, was passiert ist, gleichzeitig war und eben auch nicht war. Hätten wir nur irgendwelche Daten, die uns vielleicht einen bestimmten Zeitraum geben können, wann denn die Serie spielt und... Moment! Wir wissen ja zumindest, wann Jurassic World Dominion spielt. Da haben wir in der offiziellen Timeline ein Datum gegeben, wann die Ereignisse von Jurassic World Dominion tatsächlich enden. Wenn wir uns jetzt diese Timeline einfach mal nehmen und sie bis ganz nach unten runter switchen, dann merken wir, dass die Ereignisse von Jurassic World Dominion um den 7. Monat, also Juli 2022 herum spielen. Das ist zumindest der letzte offiziell genannte Dateneintrag, den wir hier haben. Wisst ihr übrigens, dass niemals offiziell bestätigt wurde, dass Jurassic World Chaos Theory zwischen Teil 2 von Jurassic World und Teil 3 spielt? Die Angabe, die wir damals bekommen haben, war, dass die Serie zum Teil zwischen den beiden Filmen, also Teil 2 und eben Teil 3 von Jurassic World spielt, aber auch zum Teil die Ereignisse von Jurassic World Dominion mit aufgreift. Außerdem haben wir uns bei unserer zeitlichen Einordnung ja sehr stark auf den allerersten Teaser fokussiert und den auch als Indiz dafür genommen, wann genau die Serie spielt. Denn dieser Teaser zeigt uns, wie Rexy von dem Helikopter flüchtet, kurz nachdem wir in dem 5-Minuten-Prolog aus Jurassic World Dominion gesehen haben, wie der T-Rex ins Autokino marschiert ist und dann eben wieder von da verscheucht wurde. Allerdings bezieht diese Szene nie einen besonderen Part in der Serie und dient im Endeffekt jedes Mal einfach nur als Intro. Was die Serie nun gemacht hat, und das ist keine Behauptung, ich werde es euch gleich sogar mit Daten, mit einem Screenshot, mit Fakten belegen, ist sämtliche Flashbacks, die wir bekommen in der Serie, gerade eben die, die uns zeigen, wie Brooklyn nochmal den Rest der Nublar Six besucht hat, bevor dieser Unfall dann eben passiert ist, der Unfall. Diese Flashbacks, die spielen tatsächlich alle zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World 3. Das heißt, auch der gesamte Vorfall mit dem Allosaurus spielt eben kurz nach Battle at Big Rock, erneut zwischen Teil 2 von Jurassic World und zwischen Teil 3. Die Hauptgeschichte allerdings spielt nicht einfach nur parallel zu Jurassic World Dominion, nein, sie spielt nach Jurassic World Dominion. Die gesamte Serie Jurassic World Chaos Theory ist also demnach eine Fortsetzung, ein Sequel zum Jurassic-Universum. Da kann man jetzt aber viel behaupten, meint ihr, hast du jetzt mal irgendwelche Dinge, die du uns zeigen kannst, die das wirklich beweisen? Übrigens, nein, ich schweife auch gerade nicht ab. Das hat alles was damit zu tun, warum Red nicht hier in der Serie mit dabei ist. Unter anderem erwähnt Darius einmal im Van von Ben, dass auf einem Notizzettel etwas von fleischfressenden Heuschrecken draufsteht. Das ist natürlich eine Anspielung auf Jurassic World Dominion. Da könnte man jetzt sagen, gut, die Heuschrecken haben aber auch schon vor dem Film ihr Unwesen getrieben. Vielleicht hat Ben das einfach auch schon vorher gewusst. Guter Punkt, den kann ich euch soweit geben. Schauen wir doch mal ganz kurz hier, was Darius denn für einen Kalender hinter sich hängen hat. Da können wir ganz klar den Monat November sehen, wo sämtliche wichtigen Tage, das sind glaube ich die Tage, an welchen er den Allosaurus gesehen hat, oder korrigiert mich gerne, wenn das falsch ist, ist aber jetzt auch hier für das Video erstmal irrelevant. Auf jeden Fall sehen wir hier den November im Hintergrund hängen. Erinnern wir uns also ganz kurz nochmal daran, Jurassic World Dominion spielt im Juli 2022, zumindest am Ende hin. Jetzt haben wir hier zwar einen Monat genannt, aber einfach kein Datum. Das heißt, es macht natürlich Sinn, dass Darius jetzt hier das aktuellste Jahr datiert hat und sich eben nach diesem Jahr richtet, aber wir haben noch keine offizielle Angabe, wann denn jetzt die Serie wirklich spielen könnte. Naja, tatsächlich haben wir das doch. Wir sehen nämlich ebenfalls, dass Brooklyn selber mit Darius Voicemails ausgetauscht hat, beziehungsweise hat Darius Brooklyn eine ganze Reihe von Voicemails zugeschickt. Da können wir ein Datum im Hintergrund erkennen, welches auf den August 2022 hinweist. Das heißt, alleine diese Nachrichten, die Darius jetzt hier schon an Brooklyn geschickt hat, beziehungsweise die ganzen Voicemails, in welchen Darius ja vermeintlich mit der toten Brooklyn sprechen wollte, das spielt bereits nach Jurassic World Dominion. Jetzt hat Darius aber in seinem Wohnwagen bereits den November datiert. Demnach haben wir hier also den Beweis, dass die gesamte Serie nach Jurassic World Dominion spielt. Ich habe jetzt eben gerade nochmal kurz nachgeschaut. Es wird sogar angegeben, dass Jurassic World Dominion bis in den August hineingelaufen ist, aber sogar das würde ja noch passen. Also spielt die Serie so ungefähr einen Monat nach Jurassic World Dominion. So, warum ist das jetzt wichtig, um die Frage zu beantworten, wo Red abgeblieben ist? Erinnern wir uns noch mal ganz kurz, was auf Malta wirklich vorgefallen ist. Wir haben gesehen, wie Ghost aus dem Flugzeug rausgefallen ist und irgendwo im Wasser von Malta landete. Da kann man sich jetzt auch wieder streiten, kann man so einen Sturz auf Wasser überleben? Weil Wasser aus so einer Höhe kann ja auch auf einmal hart wie Beton werden. Anscheinend kann man es überleben.
Leben in der Welt von Jurassic Park. Ich habe es jetzt in Real Life noch nicht ausprobiert, aber es scheint auf jeden Fall hier schon mal zu funktionieren. Denn Ghost wird hier offiziell als Alive angegeben. Da die Serie von Chaos Theory ebenfalls nach Jurassic World Dominion spielt, haben wir jetzt ja auch gesehen, ja, Ghost ist tatsächlich immer noch am Leben. Von den anderen beiden Atrociraptoren, also von Panthera und Tiger, haben wir ja nicht mehr allzu viel gesehen. Die sind irgendwie durch Malta gerannt und der eine ist, glaube ich, auf einem Stuhl ausgerutscht oder irgendwie sowas und der andere ist gegen eine Eisenstange gelaufen. Also auch die beiden könnten immer noch am Leben sein. Wir wissen nur von einem einzigen Atrociraptor, welches Schicksal er ereilt hat. Ihn ereilt hat oder sie. Naja, auf jeden Fall geht es eben hierbei um Red. Red ist der einzige Atrociraptor, der von diesem Vierer-Squad von Owen und Barry gefangen genommen wurde. Das heißt, ja, wie auch immer die Geschichte hier abgelaufen ist, Sayona Santos und Red wurden wohl in Gewahrsam genommen. Die anderen Atrociraptoren wurden aber möglicherweise von der Frau mit der Pfeife wieder eingesammelt und eben zurückgeordert. Wir wissen ja ebenfalls, dass die Atrociraptoren in Jurassic World Dominion auch eigentlich nur auf dem Transportweg zu jemand anderem gewesen sind. Also können wir ebenfalls davon ausgehen, dass Sayona Santos einen Kontakt zu der Frau mit der Pfeife gehabt hat und die Atrociraptoren ursprünglich zu ihr bringen wollte. Die hat jetzt aber anstatt 4 Atrociraptoren eben nur 3 bekommen. Aus diesem Grund gehe ich davon aus, und da wird es auch nochmal ein extra Video darauf geben, was meine Prognose ist für eine zweite Staffel. Sayona Santos würde ich noch gar nicht mal abschreiben. Es könnte wirklich sein, dass wir die nochmal wiedersehen, dass wir sie entweder sogar aus dem Gefängnis befreien auf Malta oder dass sie möglicherweise auch von der Frau mit der Pfeife getötet wird, weil sie eben, naja, die Ware nicht komplett ausgeliefert hat. Aber wie gesagt, darauf kommen wir nochmal in einem anderen Video zu sprechen. Ich habe jetzt nur ein einziges Problem mit dieser ganzen Jurassic World Chaos Theory spielt nach Jurassic World Dominion Nummer. Und zwar ist das der Allosaurus. Das ergibt für mich wenig Sinn. Mit ein bisschen Fantasie kann ich mir das auch zurecht denken. Und zwar geht es hierbei um Folgendes. Zuallererst haben wir die Ereignisse in Battle at Big Rock gesehen, in welchen der Allosaurus eine Camperfamilie angreift. Genau dieser Allosaurus wurde dann später eben eingefangen und dann wegtransportiert. Erst während diesem Transport wurde ja dann Brooklyn angegriffen. Das heißt, der gesamte Vorfall mit Brooklyn spielt zwar irgendwann zwischen Jurassic World 2 und Jurassic World 3, aber nicht direkt nach Battle at Big Rock. Der Allosaurus wurde also demnach erstmal auf Brooklyn losgelassen, dann hat die von einem Atrociraptor den Arm abgebissen bekommen. Dann müsste der Allosaurus allerdings nach Malta gebracht worden sein, denn auf Malta sehen wir das Tier wieder. Da ist zwar das falsche Auge blind, aber das soll laut den offiziellen Kanondaten derselbe Allosaurus sein wie der in Jurassic World Chaos Theory. Jetzt ist meine Frage, wenn Chaos Theory laut dem Datum nach Jurassic World Dominion spielt, warum ist dann der Allosaurus jetzt wieder in der Nähe der Big Rock Mountains? Oder habe ich da gerade irgendeinen ganz krassen Denkfehler? Spielen vielleicht auch sämtliche Flashbacks aus der Serie schon nach Jurassic World Dominion und der Allosaurus wurde einfach schon zurückgebracht? Das heißt, kann das sein, dass wir zuerst Battle at Big Rock bekommen haben, danach spielt Jurassic World Dominion, danach wurde der Allosaurus wieder ans Festland in die Nähe der Big Rock Mountains transportiert, dann ist der Vorfall mit Brooklyn passiert und danach spielt die Serie. Das kann ich mir noch nicht so ganz zusammendichten, wie das jetzt wirklich abgelaufen ist. Da könnt ihr mir vielleicht helfen und mir die ganze Sache mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ich freue mich auf eure Kommentare, ihr Lieben, und würde dann sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.